Ja, hallo, ich sitze hier mit Dr. Harald Terpe, dem drogenpolitischen Sprecher der Grünen Fraktion im Bundestag. Die Grüne Bundestagsfraktion hat am Dienstag eine neue drogenpolitische Initiative beschlossen. Welche Forderung enthält diese denn? Also ich möchte vorweg sagen, das ist nicht die erste drogenpolitische Initiative, weder in dieser Legislaturperiode noch in der letzten Legislaturperiode. Diese Initiative jetzt geht im Besonderen auf das Problem ein, dass bei uns in Deutschland die Konsumenten, überwiegend natürlich auch junge Leute, Konsumenten von Cannabis, kriminalisiert werden. Und deswegen ist eine von unseren wesentlichen Forderungen, dass der Cannabiskonsum entkriminalisiert wird. Das heißt also, der Besitz, auch der Anbau, der Erwerb von Cannabis zum Eigengebrauch straffrei gestellt werden soll und auch eine Passage enthält, wo wir sagen, auch wenn es zum gemeinsamen Gebrauch erworben wird, dass auch das straffrei gestellt wird. Ein weiterer Punkt der Forderung ist, dass wir insgesamt unsere Drogenpolitik evaluieren wollen, nämlich unter der Fragestellung, ob es eigentlich unter heutigen Gesichtspunkten gerechtfertigt ist, dass wir die Drogen in illegale und legale Drogen einteilen. Wir haben ja ein Betäubungsmittelgesetz, nach dem verschiedene Drogen illegal sind. Und ich denke, das gehört evaluiert und an den modernen internationalen drogenpolitischen Standard angepasst. Mhm. Durch die Formulierung im Antrag, dass die Strafbarkeit bei diesen Delikten entfällt, hat man dann auch nicht mehr das Problem wie bei der geringen Menge, dass die Polizei noch verfolgen muss, sondern durch das Ende der Strafbarkeit werden die Kiffer dann wirklich in Ruhe gelassen. Ja, das ist unser Ziel. Wir wissen auch genau, dass das nicht das einzige Problem ist, sondern dass eine gewisse Strafbarkeit heutzutage auch durch ganz andere Verordnungen erfolgt, nämlich im Zusammenhang mit dem Verkehrsstrafrecht. Auch da müsste eigentlich noch eine Veränderung herbeigeführt werden. Das ist allerdings keine gesetzliche Initiative, sondern wird eine Verordnungsinitiative werden. Zu den Anträgen zum Truck-Checking, zu Cannabis-Social-Clubs gab es öffentliche Anhörungen im Gesundheitsausschuss. Wird es auch zu diesem Antrag wieder eine öffentliche Anhörung geben? Also wir werden uns um eine öffentliche Anhörung natürlich bemühen. Dazu muss man wissen, dass wir dazu Partner brauchen. Es reicht nicht alleine, dass wir die Linken davon überzeugen. Ich bin überzeugt, dass die Linken bei einer Anhörung sofort mitstimmen würden. Wir brauchen dazu aber auch die SPD, weil nur dann können wir unsere Oppositionsrechte durchsetzen. Und das wird der spannende Punkt sein. Trotzdem bin ich recht zuversichtlich, dass wir eine Anhörung dazu durchführen können. Was verspricht sich denn die Grüne Fraktion genau von dieser Evaluation der Drogenpolitik? Was könnte denn dabei rauskommen? Also wir haben ja das Phänomen, dass wir grundsätzlich auch bei der Einschätzung der internationalen Situation davon ausgehen müssen, dass der repressive Ansatz im Zusammenhang mit der Drogenpolitik mit die Ursache ist für internationale schwere Kriminalität, Menschenrechtsverletzungen und auch viele Tote, wenn man zum Beispiel in andere Länder guckt. Repressiver Ansatz in Mexiko sei dafür ein Beispiel mit über 50.000 Toten. Das bedeutet, dass man sich die Frage stellen muss, ob man bei der Angebots- und Nachfragesituation auf dem internationalen Drogenmarkt nicht was ändert, nämlich mit der Frage, dass man rational mit dem Drogengebrauch umgeht, weil man sich dann natürlich auch viele Möglichkeiten der Prävention eröffnet, die bei einem repressiven Ansatz gar nicht möglich sind. Falls der Antrag, wie zu vermuten, im Bundestag keine Mehrheit finden wird, die Opposition hätte ja auch die Möglichkeit, zusammen mit 25% der Stimmen eine Enquete-Kommission zu erzwingen. Wäre das auch eine Möglichkeit, um das Thema Drogenpolitik ein bisschen voranzubringen? Also ich glaube, dass wir in dieser Legislaturperiode keine Enquete-Kommission mehr
installieren würden. Das wäre auch gar nicht sinnvoll. Enquete-Kommission macht man im Wesentlichen am Anfang einer Legislaturperiode, weil die Enquete-Kommission auch am Ende einer Legislaturperiode automatisch ihre Funktion verlieren und werden jetzt nur noch ein Jahr. Aber ich glaube, dass in der Legislaturperiode ab 2013 hoffentlich auch mit geänderten Mehrheitsverhältnissen im Bundestag eine solche Initiative sehr viel Sinn machen würde. Zur Forderung der Entkriminalisierung. Die Beschlusslage der Grünen fordert ja eigentlich eine Legalisierung von Cannabis und ähnlichen Drogen, zum Beispiel in Fachgeschäften. Warum jetzt ein Antrag, der nur die Entkriminalisierung fordert? Ja, also grundsätzlich ist es so, ist ja schon gesagt worden, es ist Parteibeschluss, dass wir an der Forderung Legalisierung festhalten. Nur ist es so, dass zwischen dem eigenen Ziel und der Möglichkeit, diese Ziele dann auch im parlamentarischen Geschehen durchzusetzen, oft eine Lücke klafft. Und wir gehen jetzt davon aus, dass dadurch, dass wir die Mauer erniedrigt haben, auch beispielsweise für die Kollegen aus anderen Fraktionen, ich nenne da im Besonderen auch die SPD, die Möglichkeit geschaffen haben, vielleicht über diese Mauer dann endlich mal rüberzuspringen und wenigstens bei der Entkriminalisierung mal einen Schritt voranzukommen, was uns ja in der letzten Legislaturperiode nicht gelungen war. Da hatten wir ja schon mal so einen ähnlichen Antrag gestellt und da war es ja auch die SPD, die da nicht mitgemacht hat. Deswegen auch die Einschränkung nur auf Cannabis, weil Konsumenten der anderen Drogen könnte man ja auch entkriminalisieren wollen. Ich glaube, dass Cannabis inzwischen in der Auseinandersetzung zu so einem gewissen Symbol geworden ist. Man kann, glaube ich, am Cannabis exemplarisch darstellen, ob man sich bei der Richtung der Drogenpolitik politisch ändert oder nicht ändert. Und genau das ist das, was wir jetzt auch anstreben, dass wir am Beispiel Cannabis klar machen, wie falsch die repressive Drogenpolitik in Deutschland und auch international ist. Eine kurze Einschätzung, wie hoch sind denn die Chancen, dass man sich vielleicht mit der SPD einigt? Und wenn man sich dann einigt und da ein bisschen rot-grüne oder rot-rot-grüne Opposition zusammen macht, wie groß sind denn die Chancen, dass die SPD dann nächstes Jahr, auf jeden Fall, dass sie dann mit in der Regierung ist, diesen Antrag wieder aufgreift und beschließt? Wie sind denn da so die Zeichen aus der SPD? Also wir sind in einem letztlich auch persönlichen drogenpolitischen Gespräch, auch mit der Kollegin aus der SPD, die sich ja zumindest die Forderung auch schon zu eigen gemacht hat und gesagt hat, also wir brauchen bei der Frage geringe Menge keinen Wettlauf darum, die entsprechenden Grenzwerte immer weiter zu erniedrigen, sondern brauchen im Gegenteil eine verbindliche, einheitliche Erklärung beispielsweise auch zur geringen Menge. Eine Forderung, die ja im Übrigen schon seit fast 20 Jahren das Bundesverfassungsgericht erhebt. Und insofern sehe ich da zumindest eine gewisse Bewegung und könnt ihr mir vorstellen, dass man durch weitere argumentative Wegbereitung da ein Stück vorankommt. Ja, vielen Dank. Das war ein kurzes Interview mit Dr. Harald Herpe, dem drogenpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, zu dem neuen Antrag der Grünen zur Entkriminalisierung und Evaluation der Drogenpolitik. Dankeschön. Bitte.